Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke und wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Heute wirklich, mein After brennt nämlich jetzt schon und deswegen war ich gerade auf der Toilette und habe gedacht, weil ich ja nicht bis morgen warten möchte, eigentlich schon, werden wir jetzt noch den Kehlenschneider probieren. Die Leute werden sagen, was ist das denn? Was ist das denn schon wieder? Wo war das hier bei dieser komischen von der Dominik? Kennt ihr nicht, ist RTL 2, ne? Auf jeden Fall, kennt ihr Kehlenschneider? Das ist dieser komische Chili-Schnaps. Den hat mir der Hannes, das ist der Typ da hinter mir, den hat mir der Hannes damals zum Geburtstag geschenkt. Kehlenschneider mit 80% Alkohol und angeblich 400.000 Scoville Schärfe oder wie Gurkensohn sagen würde, Skurril, ne? Wisst ihr Bescheid? Da ist noch hier so ein Symbol drauf, das heißt, es explodiert gleich beim Aufmachen. Dann steht hier, ist so ein Totenkopf, da steht Kehlenschneider, das sieht alles übelst heftig aus. Chili Spirituose, wir müssen jetzt die Kack-Location nutzen, was Besseres kann ich mir nicht leisten, der ist auch feuerrot, sieht heftig aus. Wir haben jetzt hier den Iswar am Start, den Erwin am Start, wir haben Hannes am Start. Die wollen jetzt alle probieren, inklusive mir. Wir machen den jetzt mal auf. Ich habe 4 Becher. Wir müssen den aufteilen, dass der wirklich in diese 4 Becher reingeht. Ach du Scheiße, der geht nicht auf. Jetzt muss ich mal hier, jetzt kommt gleich der Nächste und hängt seine Gusche dran, glaube ich, wenn es so weitergeht. Sonst muss ich hier die Gusche dranhängen. Cut, cut. Scheiße, was ist denn das jetzt hier wieder hier? Hat jemand eine Möwe, die wir da dranhalten können? Der beißt das einfach durch. Ach, hier, Hannes, gut. Da muss ich ja zum Glück nichts machen. Da hängt auch die Kusche dran, da hätte ich das auch machen können. So. Nein, da bin ich mir zu fein dafür. Wer weiß, wer den schon alles in der Kehle hatte. Deswegen, zack, guck, da sieht es schon aus, als wäre das schon fast offen. Da habt ihr wie beim Bier so einen Bügelverschluss. Meinst du, das macht auch Klatsch, wenn es aufmacht? Guck, wir machen mal und... Hoppa, habt ihr den gehört? Ne, habt ihr nicht. Gut. Jetzt machen wir den mal auf. Riecht nach nix. Jetzt müssen wir das ganz langsam, pass auf hier, jetzt müssen wir ganz vorsichtig, wir müssen das mal ganz langsam einfüllen. Hier. Nicht zu viel erstmal. Oh mein Gott, der ganze Tisch ist schon wieder voll. Ich blicke gar nicht mehr durch. Warte mal, hier, noch weniger. Nochmal hier. Dann müssen wir nochmal hier. Ja, da hat die Kackdose hingestellt. Nochmal da. Jetzt muss ich kurz mal kontrollieren. Ah, wir haben noch ein kleines Süpple da. Wer hat hier am wenigsten? Hier, da geht da noch ein bisschen, ne? Ungefähr so. Geht hier noch was? So. Geht hier noch was? So. Und am Ende nochmal so. Jetzt haben wir die Purps, hä? Die Purps haben jetzt hier den Kehlenschneider drin. Das ist der Kehlenschneider. 80% mit 400.000 Scoville. Ich würde sagen, der Hannes ist am härtesten im Nehmen. Der darf den ersten probieren, diesen verdrückten. Da setzt sich jetzt hier hin, zieht sich den rein. Dann der Erwin, dann der Iswo, dann ich. Da kann ich die anderen noch auslachen, bevor ich selber dran bin. Würde sagen, Hannes, go. Ich bin der Hannes und das ist der Kehlenschneider. Nochmal neu, nochmal neu. Jetzt, die Kamera passt auch. Jetzt, jetzt. Oh. Der haut nein. Da merke ich aber nichts von, guck. Oh, ja, ja, ja. Ich glaube, der Hannes fliegt gleich weg wie eine Rakete. Ja, ich heb ab. Was ist das? Oh, ja. So, meine Damen und Herren, ich bin am Start. Ich bin der Chief Master Chief. Ohne Chief und Master. Ich habe mein Getränk gefunden, meine Damen und Herren. Es riecht nach Ficken. Es ist im Abgang nach Ficken. Es schmeckt nach. Kehlenschneider. Uiuiui. Uiuiui. Ihr müsst ja erstmal wirken lassen auf euch, Jungs. Ich kann nicht mehr wirken lassen. Lasst die wirken. Er ist einem Namen gerecht, auf jeden Fall.
Warum? Er schneidet oder was? Er schneidet, ja. Es ist einschneidend. Arschloch, echt? Ich mach das nur für dich, weißt du das? Fuck, Mann, echt, ich hab gar keinen Bock auf die Scheiße. Aber ich musste was zum Nachspielen haben, echt. Fuck, echt. So eine Scheiße, warum lass ich mir dafür irgendwie reden, ey? Du wolltest es heute machen, ich wollte es morgen machen. Hi, ich bin der Iswo, ich habe gar keinen Bock auf die Scheiße und der Typ zwingt mich die ganze Zeit, diese Scheiße hier zu machen, diesem Chili-Scheiß und es kotzt mich alles an und jetzt trinke ich diese Scheiße nur für ihn und hoffe, dass ich dann noch den morgigen Tag überlebe. Ihr Scheiß. Scheißer. Ihr scheiß Möwen. Und dann nipp halt, wenn du... Ah, Mann, nee, echt, jetzt lass es doch mal richtig machen, guck. Okay. Woppa. Und? Lass uns mal kurz zeigen, der Herr, die Nachwirkung. Oh, scharf, Alter. Puh. Nie mehr. Den Iswo habt ihr eben erlebt, der ist auch komplett eskaliert, also unterschätzt das bitte nicht. Das ist wirklich, das sind 80% Alkohol und das sind 400.000 skurril, wird Gurkensohn sagen. Das ist wirklich einfach nicht zu unterschätzen. Ich habe dieses Becherchen jetzt hier noch da, ich werde jetzt auch mal probieren von diesem Teil. Hannes hängt da, Hannes, dem geht's einigermaßen gut, aber merkt schon, Hannes findet es auch einfach mega scharf. Deswegen nee, schauen wir mal, was passiert. Wie nee. Ich sag, für die ist es wirklich extrem. Also für uns ist es wahrscheinlich nicht das. Doch, das sind 400.000. Also ja. Deswegen, lass mal hier reinschmatzen. Boah, hast du noch falsch reingeredet? Ich hab's auch nicht mal runtergeschluckt, ich hab's so in den Mund genommen. Okay. Und musste direkt husten. Jetzt habe ich's runtergeschluckt. Jetzt merke ich auf jeden Fall ein heftiges Brennen. Ja. Aber direkt auf der Zunge. Nicht mal in der Nase oder so, wie sonst einfach die Schärfe aufsteigt. Sondern einfach nur ein heftiges Brennen. Auf der Zunge. Zunge. Speicherbildung ist da. Speichelbildung ist da. Augen drehen. Schluck auf, kommt fast durch. Merkst schon, dass er da ist. Man merkt eigentlich jetzt diese 80% von dem Alkohol gar nicht, weil man sich einfach nur denkt, es ist halt einfach nur scharf. Es ist scharf, es brennt in der Kehle, es brennt auf der Zunge, es brennt im Mund, es brennt im Rachen. Es ist nicht hier vorne, es ist hier hinten. Aber ja, es ist nicht für Ungeübte, würde ich sagen. Man kann es aushalten, der Hannes hat keine Miene verzogen. Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen für die es nicht vertrauen, auf keinen Fall. Respekt an den Iswo. Ja. Als er das mitgemacht hat überhaupt. Ja. Erwin auch, der hat heute die Samyang-Soße getestet. Ja. Kennt ihr das? Habt ihr das auch schon mal probiert? Ich kenne das Video von Gurkensohn, der das auch mal irgendwie probiert, diesen Kehlenschneider oder alles, aber jetzt haben wir es auch getestet. Das war ein Geburtstagsgeschenk wirklich vom Hannes. Ich hätte mir das selbst wahrscheinlich nie gekauft, der Hannes hat das geschenkt, wir haben das jetzt mal probiert, wieder für einen besonderen Moment aufgehoben. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und euer Hannes, weil der lebt noch, guck. Leute, ich rate euch, jeder, der es nicht verträgt, lasst es. Ist nicht akzeptabel für die, die es nicht vertragen. Also, nicht gut. Eben.
Eben waren wir noch 4 Leute, jetzt sind wir nur noch 2. So schnell kann es gehen. Gute Nacht.